Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Obsessions. Ich sterbe gleich. Gleich bin ich tot. Meine Basis wurde angegriffen. Ich wollte jetzt offscreen ein bisschen Ressourcen sammeln gehen. Wurde natürlich von einem Bären attackiert, deswegen so wenig Leben. Und nebenbei machen die meine Base kaputt. Boah, ey, hallo? Also ich komme gar nicht hin. Ich hatte zum Glück einen Verband dabei. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon tot und die machen jetzt alles kaputt. Das ist super. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass ich das Spiel eigentlich nicht mag, ne? Mann! Ich kann nichts tun. Also ich kann... Weil ich werde sterben jetzt. Also wenn ich... Mann, nein... Weil mein Plan wäre jetzt gewesen, sich offscreen Ressourcen sammeln. Also ich muss es jetzt versuchen. Ressourcen sammeln gehe, um endlich hier zuzumachen. Also noch Fundamente zu bauen, um Wände zu bauen. Oh, du elendes Stück Ding, ey, du. Jetzt haut der ab. Oh nein. Jetzt haben die Sachen geklaut? Nein. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie das funktioniert hat mit dem Reparieren. Hier, Hammer, ich glaube das, ne? Repariere und verbessere. Okay, wissen wir, was wir craften müssen. Oh Mist! Habe ich hier noch Verbände? Nö, ich habe einfach nix. Okay, wir müssen diesen Hammer craften. Komm. Ich hab's gesagt! In der letzten Folge. Wann greifen die an? Wir essen einen Energieriegel. Das hat so schön angefangen, das so gemütlich mal ein bisschen spielen. Oh ja... Alles klar. Okay, jetzt haben wir Hammer. Jetzt muss ich mal gucken, wie das genau jetzt demontiere. Wie war das? Wie kommt? Ach so. Halte R, um zu verbessern. Das kann ich nicht. So, ah, okay, okay. Das ist gut. Jetzt muss ich das so ein bisschen abchecken. Haben die denn... Na super, ey. Was ist hier mit der Wand? Meine Güte! Ja, die wollten es wissen. Hier. Oh, wie gemein! Ich muss unbedingt jetzt gucken, dass ich da mal in die Gänge komme hier. Fundament noch. Hier ein bisschen kaputt. Okay, okay. Gut, ich mach den Hammer wieder in die Kiste. Ich hab's gewusst. Ich wusste es ganz genau. Ich hatte das echt schon in der letzten Folge so ein bisschen... Ah! Verdorbenes Fleisch, scheiß. Ich hab's vermutet, ich hab's echt vermutet, dass das jetzt eintreffen wird, weil ich ja auch ihre Base angegriffen hatte. Aber jetzt, ey, wir müssen Ressourcen sammeln und zwar schleunigst. Also wirklich muss ich in die Gänge kommen mit dem Base. Aber wenigstens, dass ich mich da einbunkern kann. Platz schaffen für neue Gegenstände. Also heißt es, farmen, 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 farmen. Suchen, suchen. Sammeln. Ich kann mich nicht mal verteidigen. Ich hätte keine Chance. Also wenn ich jetzt mit der Pistole geschossen hätte, also, wäre ich eh tot gewesen. Und besser wird es sicher nicht, wenn die angreifen. Mal gucken, was ich da für eine Spitzhacke benötige. 4 Bretter und 2 Seile. Ah. Ganz aufgeregt. 4 Bretter
dass wir die Spitzhacke hier auch gerade craften, um jetzt Erze sammeln zu können. Was wir haben, haben wir, auch wenn ich das nicht verarbeiten kann. Jedenfalls nicht alles. Aber wenn wir schon unterwegs sind, dass wir das auch gleich abbauen können, das Zeug. Und viel, viel Holz halt. Das ist halt jetzt meine Aufgabe. Bretter craften und okay, das ist noch dran. Jetzt mache ich hier noch gleich mehr Bretter. Scheiß Wolf wieder. Na, verschwinde. Na, an die Kiste komme ich wohl nicht dran. Ah, hier! Oh! Noch gleich die nächste. So. Herstellen. Also langsam müssen wir echt auf der Hut sein. Nicht nur wegen den wilden Tieren, sondern auch wegen den blöden Jägern. Ich vermute, es sind zwei Basen bereits. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich war der Meinung, ich hätte eben zwei gesehen. Jetzt geht mein Plan nicht auf. Da oben, ne? Ist eine Kiste. So, wir haben die Pike. Mache ich hier hin. Und jetzt daran denken, dass wir die Erze mitnehmen, wenn wir Erze finden, egal was. Da hinten ist auch ein Feuer. Also zwei sind es in dem Falle definitiv. Ich glaube aber, das ist bereits der dritte. Wie viele gibt's denn? Das ist ja nett. Gleich wieder Bretter craften. Hier. Bär. Holzfällerin Prue. Heute, ja, genau. Auch aufpassen, dass ich noch Holz mitnehme für die Nacht und ich brauche noch ein Feuerstarter-Dingens-Kit. Das muss ich mir unbedingt noch machen. Ich bin nah. Scheiße. Schau mal links. Ich sehe nur den Baum. Achte mich nicht. Jetzt hoffe ich, komm hier vorbei. Komm, 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 komm. Ich muss weg da. Das ist mir zu nah. Das da. Komm, komm. Ist da nicht noch Metall gelegen? Hab ich da falsch geschaut? Ein bisschen hier außer Sicht. Ah,
Ja, jetzt müssen wir echt, jetzt müssen wir schauen. Jetzt muss ich vorwärts machen, da nicht mehr trödeln und so oft sterben. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier so ein... Ah, das fehlt mir. Dieses Biofuel-Dingens. Noch einen so. Ich habe alles da reingekippt in den Energiedingens. Wie es auch immer heißt. Was mache ich denn jetzt? So möchte ich. Essen, 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 essen. Ich brauche noch so einen Busch, so einen komischen. Damit ich Feuer machen kann für die Nacht. Oh, was? War denn das? Komm schon, da ist eins drin. Ja, ja, ja. Da ist eins drin. Ja. Okay. Jetzt. Ein Feuerstarter-Kit brauche ich. Wie schaut es hier aus? Können wir da unterwegs schon was? Ach so, Seile. Können wir, nehme ich schon unterwegs die Fundamente machen? Also mindestens zwei sollte ich noch haben. Besser wären noch mehr, aber... Dazu muss ich dann zurück. Okay, wieder Bretter craften. Ganz viele. So. Das ist noch cool, dass das so unterwegs gut geht mit Craften. Also, dass wir nicht langsamer werden wie in einigen Spielen. Ein Berglöwe. Warum habe ich das Gefühl, dass ich jetzt sterben werde? Das sieht aus wie ein Hund. Hau ab dort. Wie sich das anhört? Cool. Spuren hinterlassen wir nicht, aber... Das Geräusch vom Gehen ist schon mal. Durch den Schnee warten. Habt ihr auch Schnee? Wir haben... Nein! Das ist nicht passiert! Ich brauche eine neue Tastatur. Das ist keine Ausrede. Es ist wirklich... Bei mir hängt die eine Taste. Ich merke es auch beim Dead by Daylight spielen oft. Ich habe es gerade vorhin noch wieder gedacht, dass ich rennen wollte. Die hat es auch so extrem, ist so mühsam, die zu drücken. Mann, ey. Es wird langsam Abend. Jetzt muss ich gucken. Ich hoffe, es ist nicht zu weit. Dass wir da wirklich auf den kürzesten Weg jetzt hingehen. Das ist natürlich ein Wolf. Okay. Aufpassen wegen der Stunning-Mauer, dass ich notfalls flüchten kann, wenn noch was ist. Aber ich möchte nicht in der Dunkelheit nach Hause. Ist hier unten rum.
Ja, das ist mir eigentlich gerade egal. Mann, wie weit weg ist denn das? Die am anderen Ende gespawnt. Ach, bitte. Nein. Nein. Keine Zeit für dich. So runterfallen, hey, das ist ja unglaublich. Nach dieser Aufnahme bestelle ich mir eine neue Tastatur, echt. Ich hatte nämlich auch in Dead by Daylight schon seit längerem Probleme. Hier? Hallöchen. Mit der Taste. Die wird halt oft benutzt. Das ist halt, ja, ist halt so. Hat das mir jetzt die Sachen noch gecraftet? Hier 14 Bretter. Zwei Fundamente kann ich herstellen. Das ist auch sehr gut. Und jetzt muss ich mich echt auf den Heimweg machen. Es wird dunkel. Aber Holz für unser Ofen. Starter-Kit habe ich jetzt, das hat es noch gecraftet, ne? Okay, alles klar, das ist wichtig. Ich einfach Holz haben, dann kann ich nämlich auch wieder die Pflänzchen düngen. Dann hoffe ich, im Ofen brennt das länger. Ich glaube, da geht auch mehr Holz rein, also Brennstoff. Okay, da unten ist ein Feuer. Das mache ich dann Bogen rum. Oh, da ist auch noch Eisen. Sehe ich gerade. Oh, ich will ein geschlossenes Haus. Ich will endlich ein geschlossenes Haus. Oh. Pfeile. Das ist ja mal cool. So. Puh. Nochmal Metall. Oh, es wird dunkel. Ich will nach Hause, nach Hause, nach Hause. So. Solange wir noch was sehen, aber wir bleiben jetzt gerade in der Nähe hier von der Base. Das ist doch nicht. Da ist noch ein Pflänzchen. Die sieht man fast nicht. Aber sonst gerade noch was, ein Hühnchen.
Wo ist es hin? Put, 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 put. Juhu! Wow! Hey! Habt ihr das gesehen? Futter! Oh nein! So, los geht's. Okay, wir haben hier ein Hühnchen. Das muss ich schlachten. Dann brauche ich Brennstoff. Ah, das ist schon vor. Oh, das ist schon sehr gut. Krieg ich's hin? Anzünden. Dann das Fleisch noch. Das Wasser noch abkochen. Okay. Hier, das kann ich noch in Fetzen reißen. Das. Was mache ich mit dem? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wegschmeißen oder wie? In der Zwischenzeit können wir schon mal die Fundamente noch hinstellen. Eins. Ja, langsam wird's. Also jetzt mache ich hier dazu. Vielleicht geht es sogar noch, eine Wand zu craften. Seile. Ich glaube, ich habe sogar noch Seile. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Ah, hier ist noch eine Wand. Oh. Was brauchen wir noch? Und dann mache ich hier eine mit Fenster. Und dann brauche ich noch zwei Bretter sicher. Okay. Ich sehe nichts irgendwie. Da ist eine mit. So. Ich sehe fast nichts hier im Fenster. Hier ist eins zu. Und dann sollte ich vielleicht hier dann noch eine mit Fenster. Genau, die kommt. Das, seht ihr noch was? Das kann ein bisschen echt. Fenster zu. Und dann hier noch eine mit Fenster. So. Sehen tun wir alle nichts. Oh nein! Gerade verpasst. Oh nein. Ja, niedrige Qualität. Das ist ja super. Also. Bärchen essen. Jetzt muss ich mir ganz gut überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Also sicher mal hier zumachen wäre die Option. Dazu brauche ich natürlich wahnsinnig viel Holz. Nägel habe ich eigentlich. Seile. Mach nochmal eine Wand. Und dann Bretter. Das durchcraften. Hier habe ich nichts mehr. Ich muss die Zeit halt nachts einfach halt so nutzen. Das ist, ja, leider. Ah, jetzt könnte ich vielleicht sogar noch... Sticks. Oh, das geht mir zu lange. Munition kann ich, glaube ich, auch noch nicht viel mehr machen, ne? Sonst Patronen. Durchcraften, was wir können. Ich glaube, das ist das Beste. Ah, hier, das Fett kann ich doch noch in den Ofen schmeißen jetzt. Oder? Ja, genau. Rausnehmen sollte ich es vielleicht auch. So. Ah, Fett schmelzen. Hier habe ich Zwiebelsamen. Okay, ich lasse es jetzt craften. Oh, es regnet, ich habe immer noch kein Dach über dem Kopf, aber immerhin ein Ofen, der mich wärmt. Ja, jetzt wissen wir, was so auf uns zukommt, ne? In den nächsten Tagen in Subsistence mit den lieben Jägern. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.